Heute werde ich einen super leckeren Tomatendip mit Frühlingszwiebeln zubereiten. Für diesen Dip werden folgende Zutaten benötigt: 800 Gramm Pizzatomaten, 4 Frühlingszwiebeln, 4 Esslöffel Tomatenmark, eine Knoblauchzehe, 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel, 1 Teelöffel gemahlenen Koriander, 1 Teelöffel Chilipulver, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Ich beginne mit den Frühlingszwiebeln. Diese werden in feine Ringe geschnitten. Geschält und fein gehackt. Danach kommt etwas Olivenöl in einen Topf und wird erhitzt. Dazu kommen nun die Frühlingszwiebelringe und werden etwas angedünstet. Gebt dann noch den Knoblauch, Pizzatomaten, Tomatenmark und Oregano dazu und lasst das Ganze bei mittlerer Hitze für ca. 25 Minuten köcheln. Wird der Dip mit Chilipulver, Kreuzkümmel, Koriander, Salz und Pfeffer gewürzt. Nehmt jetzt den Topf vom Herd und lasst den Dip ca. eine Stunde abkühlen. Und schon habt ihr einen super leckeren Tomatendip, der zum Beispiel zu Tortilla-Chips fantastisch schmeckt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und einen guten Appetit.